Ja, hallo zusammen, da bin ich wieder mit meinem Let's Play zu Empire Earth. Und genau, wir sind weiter als Neu-Russland unterwegs und führen gerade hier unseren Streifzug durch Kuba. So, wir haben hier beim letzten Mal da oben die Basis von denen platt gemacht. Und ich würde sagen, ich nehme Molotow jetzt mit darüber. Weil wir müssen nämlich jetzt... Soll ich die vom Holz noch mitnehmen? Ja, wir haben erstmal genug Holz. Wartet mal, ich brauche 3 mehr. Ja, das ist jetzt doof. Das ist jetzt echt kacke, muss ich sagen. Aber nicht schlimm. Geht ihr noch mal mit? Und da muss ich leider einen Schwarzhemden eigentlich. Ach. Ich meine, wir haben genug Eisen. Nehmen wir noch einen vom Eisen mit hier. Oh Gott! Wow! Ach du Heilige! Nein! Nein, 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 nein. Oh! Freunde! Scheiße, zum Glück kam da ein Autosave. Zum Glück kam da ein Autosave, Freunde. Oh Mann! Okay. Alles klar. Das heißt, wir haben jetzt hier quasi wieder unseren Spielanfang. Alles klar. Dieses blöde U-Boot, da hat er auf einmal tatsächlich bei Schiff platt gemacht. Das ist ja wohl nicht wahr. Das ist so dreist. Natürlich war auch Molotow auf dem Schiff, ne? Ist ganz klar. Oh Mann, Freunde. Aber... Das heißt, wir müssen vorsichtig mit diesem Transporter sein hier. Verdammte Hacke. Und ja, dann freue ich mich, dass ihr wieder hier dabei seid. Beim guten alten Empire Earth. Mach das mal ein bisschen stärker hier so. Gut. Jetzt weiß ich auch, warum hier die ganze Zeit U-Boote rumgefahren sind. Oh Mann. Na gut, okay. Und ja. Wie gesagt, ich freue mich, dass ihr dabei seid. Empire Earth nach wie vor ein beliebtes Projekt. Finde ich super. In dieser mittlerweile dritten Folge heute. So, sehr gut. Alles klar. Molotow jetzt... Halt die Waffe still. So, alles klar. Dann würde ich sagen, bauen wir uns mal da ein Stadtzentrum auf. Und ihr geht mal bitte mit nach vorne hier. Zum Schutz. Und gut, dann... würde ich sagen, bauen die gleich das Ding hier auf. Und dann haben wir gleich hier unser Stadtzentrum. So. Aber wozu baue ich denn jetzt hier gerade ein Stadtzentrum auf? Wozu? Warum? Warum? Muss ich das überhaupt machen? Ich weiß es nicht. Ich hatte das so im Kopf. Keine Ahnung. Na gut. Ich baue einfach mit den Bürgern, die hier rauskommen, baue ich jetzt hier meine Sachen auf. Aber ich muss dann hier auch nochmal mit Türmen einmal absichern. Was ist hier? Pff, ernsthaft? Euch ist dieser Computer so auf den Sack gegangen, kann das sein? Sodass ihr den unbedingt platt machen musstet, ey. Was soll das? Hallo? Ah, okay. Na gut. Ich habe hier abgesichert. Ha! Kollege, nix da. Bams, Vereinigte Staaten. Tschüss, weg mit dir, mein Freund. Ja, ist ja gut. So, da oben kommt wieder was. Oh, eine Flak. Oh, scheiße, 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 scheiße. Weg damit. Puh. Apoll, bitte heilen, genau. Sehr gut. Bleib doch mal hier einfach. So, die bauen schön die Türme auf. Sehr gut. Ja, ihr könnt uns helfen. Ach, ich finde diesen Sprachfehler so süß, ne? Kann ich ihnen helfen? Der Sprachfehler ist so geil, echt. Gut. Dann haben wir jetzt hier unsere beiden Türme stehen. Was ist das hier? Auch ein Turm. Sehr gut. Auch ein Turm, ja. Ganz genau. Wir haben jetzt 91 von 92 Bevölkerung. Und, Ratter, 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 Ratter. Ihr macht einen guten Job.
Ja, ihr gebt alles für Neu-Russland. Finde ich gut. Weibliche Bürger. Und, ja, dann brauchen wir zwei Docks, haben die gesagt. Der Vogel. Zwei Docks. Und natürlich nochmal drei Cyborg-Fabriken hier, ne? Ist ja ganz klar. Ist ja ganz klar. Und eine Marinewerft. Die kommt dann gleich hier hin. Ah, ne. Auf Kuba haben die gesagt, soll ich das aufbauen? Was ist denn jetzt hier schon wieder? Blöde Wächter. Kommt zurück. So. Einfach schön hier bleiben. Einfach schön bewachen. Das Ganze. So. Kann ich ihnen helfen? Wow! Was ist das denn für eine Einheit? Habt ihr das gesehen? Was war das denn? Um Himmels Willen. Habt ihr das gesehen? Wow. Nicht übel. Nicht übel. So, dann hier die drei Cyborg-Fabriken. So, das Holz, das reicht auch noch so gerade. Was haben wir hier schon wieder? Nichts. Okay. Ja, weißt du was, dann macht das jetzt einfach kaputt hier, das Zeug. So. Die halten ja gar nichts aus, die Sachen. Diese Türme halten gar nichts aus. Ah, die Flak. Ja gut, die Flak, die schießt eh daneben. Sehr gut. Alles klar, dann. Diese Einheiten, echt. So, die Flak kann weg. Oh nein, oh nein. Jäger. Na komm, geh mal in die Mitte ein bisschen. Jäger, das ist natürlich jetzt... Okay, Flachs. Flak, 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 Flak. Scheiße. Eine Flak. Ja, okay. Eine Flak steht. Aber irgendwann muss der ja auch abdrehen, ne? Seht ihr das? Zum Glück haben wir diesen Apoll dabei. Puh, so. So. Boah, diese Scheißjäger. So. Geht bitte zum Holz. So, wunderbar. Schieß den ab. Perfekt. Die eine Flak, die regelt das. So. Und kabams. Wunderbar. So, jetzt kommt er hier angekackt. Ziemlich krass, muss ich sogar sagen, mit U-Booten. Aua. Fünf U-Boote oder so. Ja gut, aber die sind jetzt Geschichte. Alles klar. Gut. Ja, versuch's nur. Versuch es nur. Okay, alles klar, perfekt. Das heißt, ich kann hier noch eine zweite und gegebenenfalls sogar noch eine dritte Flak aufbauen. Nee, leider nicht. So. So, was war das jetzt hier wieder? Okay, nix. Alles klar, perfekt. Aber ich muss hier mich verteidigen. Türme. Ganz dringend Türme. So, drei Stück am besten. Genau dafür! So. Das ist mir jetzt zu blöd. Alles klar. Gut, dann würde ich sagen, bringen wir mal unsere Streitkraft weiter nach vorne hier. So, Kabams. Und das Schiff. Ja, ist in Ordnung. Lass das Schiff in Ruhe. So. So, hier. Oh, Flugfeld. Gut, das können wir natürlich dann kaputt machen direkt. Ganz klar. Oh mein Gott, und dann sind wir auch bald schon beim Kapitol angekommen. Also diese Mission ist relativ gemütlich, muss ich sogar sagen. Wobei das hier schon echt viel aushält. Ja gut, aber mach die kaputt. So. Kabel. Alles klar. Perfekt. Apoll, komm bitte mit nach vorne. Ach du Heilige. Eine Flak. Noch eine Flak. Okay, alles schön direkt nacheinander kaputt machen hier. Alles, was auf euch schießen kann. Was zur dahinter? Wow, nicht schlecht. Okay, da ist noch eine Flak. Alles schön kaputt machen.
Apoll, bitte. Aua. Verdammt. Och. Ja. Scheiße. Da, natürlich habe ich genau da oben keinen Turm. Ja gut, dann repariert das. Dann repariert das, genau. Hä, das braucht Holz. Verdammt. Ja gut. Och, noch eine Flak. Noch eine Flak, noch eine Flak. Heilige Scheiße. Wie viele Flaks habt ihr hier? So, perfekt. Alles klar. Ja, dann schießt euch mal hier durch. Viel Spaß. Viel Spaß. Wunderbar, das ist wieder voll. Da kann hier vorne noch ein Türmchen hin. Verteidigung steht, das ist super. Das ist echt gut. Was ist da unten schon wieder? Na gut, okay. Nicht schlimm. Ah. Die schießen noch schön hier auf dieses Kapitol. Finde ich gut. Wartet mal, ich speichere das erstmal. Nicht, dass wir da verlieren oder so. Das wäre echt krass. Und ja, nach wie vor an diesem Sonntagabend, wie gesagt. 10 nach 10. Und ja. Was ist ein besserer Ausgang fürs Wochenende, als hier Empire Earth weiter zu spielen, oder? Das macht doch schön Spaß. Richtig geil. Okay. Das heißt. Nein, lass die Bürger in Ruhe. So. Oh, die sind gar nicht aufgewertet. Die sind gar nicht aufgewertet. Ja gut, okay. Egal. Geile Mucke. So, das heißt, wir machen hier weiter mit unseren Pew-Pew-Robotern. So, wunderbar. Und ja, am Tag der Bundestagswahl tatsächlich. Ich hoffe, ihr habt gewählt. das ist ja so mein Aufruf immer, ne? Wenn ihr ein bisschen politisch interessiert seid, geht wählen. Es ist schon wichtig eigentlich, dass ihr wählt. Und ich habe heute gewählt. Und ja, hoffe, dass das dass die Stimme da berücksichtigt wird. Und ja. Ich will jetzt hier nicht mit von Politik anfangen. Das passt irgendwie nicht herein. Aber, wie gesagt. Nur kurz gesagt, wählen ist wichtig. So, dann machen wir hier weiter alles platt. Das heißt, die Bürger. Wir können eigentlich schon hier das neue Kapitol aufbauen. Ja, das neue Stadtzentrum. Und dann haben wir es eigentlich auch schon geschafft, oder? Mach noch diese beiden Flugfelder im Arsch. Dann haben wir das ja eigentlich schon geschafft, oder? Bauen Sie Ihr Stadtzentrum oder Kapitol dort, wo das Kapitol in Havanna gestanden hat. Ist das nicht das hier? Das war doch hier. Ja, ja, oder? Ja, sehr schön. Okay. Krieger, unsere Basis auf Kuba ist eingerichtet. Die Invasion der Vereinigten Staaten kann beginnen. Gut gemacht, General. Die Zivilbevölkerung Kubas ist zu groß, um sie zu kontrollieren, aber zu gering, um von Nutzen zu sein. Alle zusammentreiben und töten. Aber das sind mehr als 18 Millionen unschuldige Menschen, Grigor. Sie sind keine Gefahr für uns. Muss ich Sie belehren, Molotow? Man ist entweder für den Staat oder gegen den Staat. Sie sagten einst, unsere Truppen seien schon zu verzettelt. Und jetzt sollen Sie auch noch unbedeutende Fremde bewachen. Befolgen Sie meinen Befehl. Ich habe Neurussland immer treu gedient, aber diesen auf kalter Logik basierenden Befehl kann ich nicht ausführen. Gewinnen Ihre menschlichen Gefühle Oberhand, Molotow. Vielleicht habe ich in den letzten Jahren zu viel von Ihnen verlangt. Große Verantwortung kann sehr belastend sein. Kehren Sie sofort nach Moskau zurück. Und ich sorge dafür, dass Sie Ihre wohlverdiente Ruhe bekommen. Oha.
Diese Ruhe dürfte vermutlich die ewige Ruhe sein. Ich mag wie ein Monster aussehen, aber ich bin immer noch ein Mensch. Vielleicht musste der Unfall mich daran erinnern. Sie sind von Sinnen. Immerhin verdanken Sie mir Ihr Leben. Verraten Sie mich nicht, Molotow. Ich warne Sie. Das Risiko gehe ich ein. Wenn ich jetzt sterbe, dann wenigstens als Mensch, nicht als kaltherziger Roboter. Ich muss diese Amerikanerin Molly treffen. Wow! Oh mein Gott, Konfliktpotenzial hier. Wenige Tage später. Warum sind Sie hergekommen? Ich hätte Sie töten lassen können. Spricht für Sie, dass Sie es nicht getan haben. Ich bin hier, weil mir Neurussland wie ein Schandfleck vorkommt. Der Traum eines Mannes vom mächtigen Russland wurde zum Albtraum, wo Unschuldige zum Wohl des Staates geopfert werden. Wir Außenstehenden wissen das schon eine ganze Weile. Aber wieso sollte einer hier Ihnen vertrauen? Sollen wir an einen plötzlichen Sinneswandel glauben? So plötzlich auch wieder nicht. Mich plagten schon vor meiner Einstellung Gewissensbisse. Seither, sagen wir, nicht nur mein Aussehen hat sich da verändert. Und zum Vertrauen? Was bleibt Ihnen übrig? Glauben Sie, den USA gelingt, was alle anderen nicht schafften? Und lohnt es sich nicht, Blutvergießen möglichst zu vermeiden? Das stimmt wohl. Aber was genau wollen Sie vorschlagen? Die Chancen stehen gegen uns. Selbst mit meiner Kenntnis der Streitkräfte Neurusslands können wir sie nicht konventionell aufhalten. Aber ich habe einen Plan. Die Chinesen machten Zeitreiseexperimente und ich konnte die Pläne der Zeitmaschine stehlen. Ich denke, die USA müssen davon gewusst haben. Vielleicht betreiben sie sogar ähnliche Forschung. Ich sehe nur eine Möglichkeit. In der Zeit zurückreisen und dies alles verhindern. Ich weiß nicht, ob es funktionieren wird oder alles schlimmer macht. Sehe aber keine Alternative. Ich muss zustimmen. Na gut, General Molotow. Ich lasse Sie sicher in die USA geleiten. Dort werden Sie jede Hilfe bekommen, die Sie brauchen. Coole Cutscene, Freunde. Echt interessant. Storyline hier. Okay, und kommt jetzt noch irgendwas? Okay, und was jetzt? Ich habe Ihren Wissenschaftlern die Pläne gezeigt und es gibt schlechte Nachrichten. Ich verstehe die technischen Details nicht, aber die Kräfte der Zeitreise scheinen sich leichter manipulieren zu lassen, wenn wir die Maschine irgendwo auf Kuba bauen. Das wird schwierig, da Ihre Jungs das Land gerade gestürmt haben. Aber wenn es sein muss, bekommen wir Kuba. Die USA waren nicht untätig, während sie China und Europa verwüstet haben. Wir haben verbesserte taktische Nuklearraketen erprobt. Die Explosion ist begrenzt, um Kollateralschäden zu verringern. Sie ist so zielgenau, wie eine Atomwaffe nur sein kann. Aber sie sollten mit jedem Widerstand fertig werden. Oh, Freunde. Wir haben die Seiten getauscht. Oha, das ist jetzt heftig. Okay, wartet mal. Okay, das muss ich jetzt erstmal verdauen. Das muss ich jetzt echt erstmal verdauen. Puh. Okay, Freunde, wir haben die Seiten mit den USA getauscht. Bauen Sie eine Zeitmaschine auf Kuba und schützen Sie sie, während sie aufgeladen wird. Dann müssen Molotow und Molly direkt neben Sie gebracht werden. Eine Zeitmaschine? Boah. Okay. Wir brauchen eigentlich nur noch Holz dann. Wow, okay, krass, das ist ja cool jetzt. Das ist ja so cool. Okay, dann baut mal ganz schnell das Holz ab. Weil den Rest haben wir schon. Zum Glück. Okay, Zeitmaschine. Aha, schau dir das an. Die sind jetzt gegen uns. Boah, und wir haben diese... Ah, die Dinger waren das. Triton-U-Boote. Schau dir das an. Zack, hier, bam. Ha. Oh mein Gott, jetzt haben wir natürlich alles gegen uns. Witzig. Neurussland, deswegen war das auch mal in der letzten Folge in Lilaner Hafen da. Okay, aber wir haben hier alle Bürger, die wir hier zur Verfügung kriegen können.
Ich brauche nur 2000 Holz. Ne? Ja, genau. Ich hoffe, dass das ausreicht. Bitte. Ja! Okay, Zeitmaschine. Los, baut die Zeitmaschine. Hier stehen Molotow und Molly. Alles klar. Molotow. Da bist du, Molotow? Und was ist das hier? Ach, das ist nur ein Wächter. Okay, das ist nur ein Wächter. Alles klar. Alles klar. Zeitmaschine. Ha. Voll krass. Krass die Storyline, dass wir jetzt in der Zeit zurückreisen quasi. Alle helfen bitte. Alle helfen, weil die Ares-Roboter, die ich da gebaut habe, die sind heftig, Freunde. So. Jetzt, hallo, könnt ihr mal mithelfen? Na egal, kommt. Das Ding wird doch so schon fertig. Schaut euch dieses fette Ding an. Richtig krass. So, alles klar. Das heißt, wir reisen in der Zeit zurück, um den Lauf der Zeit zu ändern. Und Gregor den Zweiten gar nicht erst leben zu lassen. Das ist krass. Von dem, den haben wir ja gerade eben gespielt. Und jetzt gehen wir gegen ihn. So, Zeitmaschine ist fertig. Hallo? Ja, ich bin jetzt hier. Und jetzt? Ich habe jetzt die Zeitmaschine gebaut. Schützen Sie sie, während sie auf... Ach, okay. Während sie aufgeladen wird. Ja, toll, aber woran sehe ich denn hier den Fortschritt, ob sie aufgeladen wird? Ja, Kommandant. Kann ich helfen? Woran sehe ich denn das? Toll. Woran sehe ich denn das, ob die aufgeladen wird oder nicht? Wartet mal. Hä? Läuft mal außen rum, also ich weiß es ja nicht. So, geh bitte mal zurück. Zeitmaschine. Wie lange, was ist denn jetzt hier los? Hallo? Bringe sie dann Molotow und Molly zur Zeitmaschine. Ja, habe ich doch jetzt gemacht. Ja, während sie aufgeladen wird. Wie lange braucht das Ding denn zum Aufladen? Kann ich hier noch irgendwas bauen? Nee, keine Ahnung. Hä? Was zum Teufel soll ich hier machen, Freunde? Was zum Teufel soll ich hier machen? Ja, 2097, krass. Ein Meinungsumschwung. Wartet mal, ich gucke mir das mal gerade im Netz an. Wartet mal. Also eigentlich, ich habe die Zeitmaschine jetzt aufgebaut. Und die müsste sich ja jetzt eigentlich dann aufladen. Ja, toll. Aber wie denn aufladen? Wir haben hier diese Raketensilos. Könnten theoretisch Atombomben abwerfen. Aber... Ich gucke gerade, Leute. So. Mal gucken. Gucken, ob wir hier irgendwas finden, wie sich diese... Diese Zeitmaschine... Oder müssen wir die Atombomben abwerfen? Ich weiß es ja nicht, ne? Ach, das ist so... Ah, hier habe ich jetzt, glaube ich, was gefunden. Ja, ist ja in Ordnung jetzt. So, ist gut. Ja, die Zeit ist auch gleich voll. Also... So. Ja, toll, die steht natürlich alles drin, außer die russische, ne? Muss ich vielleicht diese Atombomben abwerfen? Ich weiß es ja nicht. Nee, eher nicht. Das verstehe ich jetzt nicht, Freunde. Hä?
Ach, wartet mal. Da muss ich jetzt leider echt mal gucken. YouTube. Bleibt mir nichts anderes übrig außer YouTube. Ich meine, ich habe diese Zeitmaschine jetzt aufgebaut. Empire Earth. So. Mal gucken. Auf jeden Fall. Ob wir hier irgendwas finden. So. So, gucken wir mal. Ich weiß ja nicht, also ich habe die Zeitmaschine jetzt aufgebaut. Molly Ryan, General Molotow. So. Und ihr seid beide hier, vor der Zeitmaschine. Vielleicht hinten rein oder so? Ich habe ja keine Ahnung. Jawohl, ja. Ihr seid witzig. Ihr seid echt witzig. So. Die haben, glaube ich, gerade eben irgendwas gesagt. Das ging, glaube ich, eben... Hä? Irgendwas triggert hier gerade nicht, befürchte ich. Wartet mal, Freunde. Irgendwas triggert hier gerade nicht. Leider. Wartet mal. 22.17 Uhr. Ja, das ist okay. Oder war das hier schon aufgebaut? Wartet mal, irgendwas triggert hier nicht. Was ist das hier? Okay. Nee. Ja, ich hab's halt auch nicht gespeichert jetzt, ne? Zwischengespeichert. So. Ach, müssen wir die jetzt. Müssen wir die auf Kuba bauen? Wartet mal, hä? Ne, die Zeitmaschine steht hier. Was ist denn? Ach, warum triggert das nicht? Das finde ich jetzt gerade ein bisschen schade vom Spiel, muss ich sagen. Auf Kuba! Auf Kuba! Ich Vollidiot! Oh, Leute. Habe ich das jetzt verkackt? Fürchte, oder? Nein! Okay. Och, ich muss die auf Kuba aufbauen. Ja, das ist jetzt kacke. Das ist jetzt echt kacke, muss ich sagen. Hahaha, Mist. Mist. Gut, Leute, aber, dann baut mal ganz schnell hier. Baut halt alle. So. Verdammte Hacke, da muss ich die echt auf Kuba aufbauen. Scheiße. Und ich habe das auch noch so gut abgesichert. Ja, das ist jetzt natürlich echt scheiße. Das habe ich nicht gewusst, Freunde. Es tut mir leid. Okay, aber ich kann ja... Das sind unsere Freunde. Na ja, das sind unsere Freunde. Sehr gut. Wartet mal, vielleicht kann ich aber auch direkt... Habe ich hier einen Dock? Haben wir hier einen Dock? Da haben wir einen Dock. Einmal einen Transporter aufbauen. Ah, shit. 250 Holz, ey. Das ist aber auch immer so happig. So. Dann nehme ich jetzt hier die Bürger gleich alle mit. So, die Wächter... Die können mal ein bisschen mehr aushalten. Oh Mann, ja, das ist natürlich jetzt... Ja, kacke. Echt kacke. Echt kacke, muss ich sagen. So, ich hole mal alle meine Einheiten hier hoch. Flugzeugträger. Kommt mal alle bitte wieder heim. So. Nö, das mache ich jetzt noch, Freunde. Ja. Ja. Ja.
Ich hätte nicht so viel bauen sollen, ich Idiot. Das war doch schon wieder suboptimal. Aber ich kann die ja auch bauen. Gleich kommen wir gleich in Ares-Krieg. Oh mein Gott. So, okay, alles klar. Dann weiß ich ja jetzt, auf Kuba muss das Ding gebaut. Ja. Ja, ja. Ja, ja. Okay. Gut. Erkundet mal ein bisschen, bitte. Oder wartet mal. Nee, ihr müsst euch erstmal sammeln. Ares-Krieg. Das wird lustig gleich. Ein Ares-Krieg. So, dann brauche ich noch einmal ein Cyborg-Labor, bitte. Alles klar. Der auch. Habe ich hier sonst noch irgendwas an Einheiten? Gar nichts, ne? Gar nichts. Was? Was? Ah, hier die Schiffe. Ah, die Schiffe, okay. Ach ja, das ist natürlich echt dumm gelaufen, Freunde. Ja gut, aber das muss man halt auch erstmal wissen, ne? Dass sie auf Kuba dieses Ding haben wollen und nicht hier. Aber ich habe hier eine Atombombe. Kann ich aber nicht nutzen, leider. Schade. Raketensilos. Schaut euch die an, das ist richtig cool. Ja gut, Freunde, die Zeit, die ich gerade verloren habe durch meine Blödheit, werde ich natürlich nachholen, ne? Ist ja ganz klar. Werde ich nachholen. Aber wir können ja erstmal hier so ein bisschen, schon mal hier ein bisschen was, ja, kaputt machen oder wie auch immer. So. Was mit dem Flugzeugträger? Hast du Flugzeug? Oh, Avenger. Nee, danke. So, KBMs. Okay. Alles klar. Ich glaube auch, dass die sogar langsam reichen könnten für die Ares, die ich da damals gebaut habe. Hä? Was? Wow. Avenger. Geil. Ja. Geht mal da raus. Shit. Ja gut, alles klar. Geht zurück zum Flugzeugträger. Gut. Dann könnt ihr mal hier ein bisschen... Neurussland. Das ist geil, dass wir jetzt hier auf unsere alten Weggefährten treffen. Nee, die Schwarzhemden, ja. So, Ems. Alles klar, aber ich brauche auch wieder 2000 Holz. Oh, nö. Das dauert doch immer so ewig, Freunde. So lange können wir dann halt noch die Cyborgs aufbauen. So. Alles klar. Das ist natürlich jetzt kacke, dass wir hier... Ja, das Flak. Die Flak. Ja, ja, ist okay. Hallo? Das sieht geil aus, das Flugzeug. Echt? Konnte ich noch nie so richtig so bauen. Schau ich das an. Das ist echt ein Düsenjet. Dann bombt da mal drauf. Ja, macht jetzt nicht so viel Schaden. Aber ist okay, ist okay. So. Ja, du kannst dich reparieren. Alles klar. Ja, die Reparaturrate, die ist jetzt auch nicht so besonders. Aber wir können doch schon mal hier... Genau, wir haben es gleich schon. Ne, wir haben es gleich schon. Wo sind Molotow und Molly? Molotow und Molly, das ist ja auch geil, ne? Sind die schon hier? Ne, wo sind die denn jetzt? Ah, hier unten. Gut, für das Volk, genau. Aber jetzt in dem Fall für das amerikanische Volk. Oh Mann. Ja gut, ich glaube, das reicht jetzt. Gegen die anderen Ares. So. Ihr kommt bitte hierhin alle. So, und dann können wir mal rübergehen gleich. Also ihr beiden könnt auch mal rüber. So, und dann ganz schnell hier absetzen. Wir rüsten uns mal hier auf, so. Kann hier nicht abladen. Wieso das denn nicht so? Alles klar, und dann können wir hier gleich die Zeitmaschine aufbauen. Wunderbar eigentlich. So. Die Bürger bitte alle mitnehmen jetzt.
Ja, das ist jetzt okay. Das ist jetzt egal. Und alle mitkommen. Los, alle mitkommen. Ich kann zwar nur 14 mitnehmen, aber ich glaube... Das sind, glaube ich, sogar nur 14, oder? Ich meine, es können eh nicht alle helfen. Deshalb. So, dann jetzt bitte nochmal die Zeitmaschine aufbauen. So, jetzt. Ares gegen Ares. Sehr gut. Da haben meine Ares gewonnen. Was? Ah, das war der... das war der Apoll. Stein! Warum denn jetzt auf einmal Stein? Mann. Das verzögert das Ganze doch nur immer weiter. Verdammte Kacke. Deswegen hatten wir auch am Anfang so viel Stein. Wartet mal, vielleicht kann ich ja hier unten irgendwie Steine holen. Ach, wir haben hier oben nur einen Stein vorkommen. Verdammte Axt. Echt. 1000 Steine. Ja, das kann jetzt ein bisschen dauern. Och, Leute. Ja, toll. Dann machen wir halt währenddessen mal hier mit den Ares ein bisschen was platt. So. So, 36 Minuten, ja. Scheiße. Das war halt meine eigene Blödheit, was soll ich da sagen? Oh, Schwarzhemd gegen Wächter und das Schwarzhemd verliert. Geil. Echt geil. Okay. Die neuen Ares, ja, ja. So, sind hier unten nicht noch irgendwo Steine? Steine, Steine, Steine. Na, hier sind Steine, toll. Aber da habe ich ja alles aufgebaut. Das heißt, wir müssen unsere eigene Basis platt machen, die wir beim letzten Mal so mühselig aufgebaut haben. Ey, Mensch, Mensch, Mensch. So. Ja, das passt doch. So, und Kabams. So, dann macht das hier mal alles kaputt. Auf Kuba. Ja, das hätte man wissen sollen. Ahaha, so. Nichts da. Meine Ares sind irgendwie stärker. Keine Ahnung warum. Neurussland. Hyperions. Ja, ja, klar. So, Bams. Wunderbar. So. Oh yeah, unser Triton-U-Boot. Das macht einen richtig geilen Job. So. Bams hier, so. Genau, das hört sich an, wie als würden die Bürger kotzen. Ist echt so. Die kriegen ja schon das Kotzen. So. Unser Triton-U-Boot. Bam. Richtig nice. So. Dann machen wir mal alles wieder platt. Scheiße. Ja gut, okay. Oh. Was war's dann mit meinem Triton-U-Boot? Boah, 1000 Schaden. Das ist schon ordentlich. Ja, jetzt macht er hier... Lass mein Triton-U-Boot. Hallo. Ah, das war's dann mit dem Triton-U-Boot. Ja gut, egal. Das ist so ein Mega-Fail jetzt gerade. Na gut. Okay, egal. Ich meine, ich muss morgen ein bisschen später arbeiten. Das passt schon so. Weil ich wollte hier gerade nach ganz gerne noch Resident Evil aufnehmen. Von daher, jo. Ja, genau. Neu-Russland mit Schiffen. Ich habe doch nie Schiffe gebaut. So, Bams. Flak wegmachen, so. Alles klar. Der macht genau meine Taktik hier. Ares-Roboter. Ach du Scheiße. Ach du Scheiße. Der baut Zeus-Roboter. Na gut, okay. Alles klar, dann... Ja, dann macht ihr mal euren Job da. Was? Was zur... Was zur... Wo kommen die denn her? Oh, Scheiße. Oh, Scheiße. Zum Glück halten die viel aus, aber... Ach, du Scheiße.
Boah, wie hinterhältig. Wie hinterhältig. Echt. Will der voll auf meine Atomeinheiten gehen hier. Nix da, kommt. Weg hier mit euch. Soll ich sagen? Der Hyperion im Wasser. So, meine Güte. Alles klar. So, aber wir haben jetzt unsere 1000 Steine. Das ist gut. Alles klar. Das ist sehr gut. Das ist nicht nur gut. Das ist sehr gut. Nicht nur gut. Alles klar. Okay, wunderbar. 40 Minuten. Ja, scheiße. Alles wegen diesem Fail. Oh, was ist das denn? Seeking 2. Was zur Hölle? Jetzt kommt er aber angeschissen. Mit einem Kriegsschiff. Gargantua. Okay. Das ist echt so Command & Conquer-Style hier gerade. Jetzt kommt er mit seinem Ares-Roboter. So, dann baut bitte diese Zeitmaschine jetzt auf. Mensch. Baut diese Zeitmaschine auf hier. Alle bitte mithelfen. Alle helfen. Ja, du kannst uns helfen. Los. Die helfen nicht mit. Das sind einfach solche Asis, ne? Ja, gut. Aber jetzt. Alles klar. Super. Okay. Ja, ist gut. Schlachtschiffe. Command & Conquer Style. Ja, gut. Okay. Halt ein bisschen zukunftsmäßiger sieht das aus, aber Command & Conquer Style. Schau euch das an. Alliierten-Style hier. Auf Seiten der Russen, ja. Okay. Gut. Ach du Heilige, was machst du denn da? Hyperion. Versucht er sich da zu verstecken? Interessant. Echt cool. Okay. Gut. Molly und Molotov. Wo seid ihr? Molly und Molotov. Habt ihr euch irgendwo versteckt oder was? Da sind sie. Okay, wunderbar. So, Kuba. Meine Güte. So, wir haben die Zeitmaschine jetzt wieder hier wieder aufgebaut. So. Gut. Wir haben sie gebaut. Was jetzt? Die Zeitmaschine braucht mindestens 5 Stunden, bis sie bereit ist. Oh Gott. Wir müssen sie schützen und später nachsehen, ob unser Plan aufgeht. Wen schicken wir zurück? Sorry, aber sie dürften in der Vergangenheit ziemlich auffallen. Ich denke, ich mache die Reise. Mein Russisch ist flüssig und ich bin für Spezialeinsätze ausgebildet, auch wenn nicht gerade Einsätze wie diese auf dem Lehrplan standen. Na gut, Molly. Aber ich weiß, wohin wir reisen sollten und besitze unschätzbares Wissen über diese Ära. Wir reisen gemeinsam zurück. Die Zeitmaschine ist in 5 Stunden aufgeladen. Ach du Heilige. Nicht cool, nicht lustig. 5 Stunden? Alles klar, Freunde. Das heißt, ich werde doch noch einen Cut machen. Dann geht's halt hier in der nächsten Folge weiter. Gut, Freunde, würde ich mal sagen, jo, wie es hier weitergeht, sehen wir dann beim nächsten Mal in 5 Stunden. Und, ja, da würde ich sagen, wenn euch diese Folge gefallen hat, dann lasst mir doch mal gerne mal ein Like oder Abo da. Und lasst die Glocke läuten. Würde ich mich sehr freuen. Erzählt gerne weiter den Kanal. Wer stört mich hier bei der Abmoderation? Und ja, dann würde ich sagen, wünsche ich euch noch einen schönen Abend oder schönen Tag. Ne? Also tschüss.